Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den Kurzimpulsen. Wir haben uns gedacht, für das erste Event machen wir direkt die volle Dröhnung Input. Und da startet die Sabine. Ich habe euch hier immer so einen kleinen Platzhalter, aber vielleicht sagt ihr einmal noch mal kurz, wer ihr seid, warum ihr heute dabei seid. Und dann, genau, geht's los. Ja, hallo, guten Abend erstmal von mir nochmal. Ich bin ein bisschen neidisch auf den Daniel, er hat so lange Redezeit bekommen und konnte wunderschöne Präsentationen zeigen. Ich muss das ein bisschen anders machen. Warum sind wir hier? Wir waren bei Seibert Media eingeladen, um mal zu gucken, ob wir ein bisschen unterstützen können, ein bisschen helfen können auf dem Weg in die Nachhaltigkeit. Und mein Thema ist, ist die Mitarbeitereinbindung in das ganze Nachhaltigkeitsmanagement. Ja, die Begriffe Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, nachhaltiges Wirtschaften, Corporate Social Responsibility sind in der breiten Öffentlichkeit angekommen, haben in der globalen Diskussion in den jungen Unternehmen schon ordentlich an Fahrt aufgenommen und stellen eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar. Und wenn wir uns mit Unternehmen unterhalten, die sich schon auf den Weg gemacht haben in eine nachhaltige Zukunft, erfahren wir ganz oft, dass die Mitarbeiter so eine große Hürde darstellen. Veränderung wird nicht von jedem gerne gesehen. Und ich habe kürzlich auf einer Veranstaltung gehört, der einzige Mensch, den der Redner kannte, der Veränderungsprozesse unbedingt haben will oder geradezu herbeischreit, ist ein nasses Baby. Und ich finde, das beschreibt gut, vor welcher Herausforderung wir hier stehen. Was sind die Faktoren, die die Mitarbeiter dazu bringen, vielleicht die Hürde zu sein? Es sind Faktoren wie Unsicherheit, die Angst vor Verzicht, Ungewissheit, aber auch die Frage, warum denn ich, was habe denn ich damit zu tun, was kann ich denn da schon bewirken? Aber wenn wir uns das alles anschauen, sollte gar nicht mehr die Frage sein, ob wir überhaupt eine nachhaltige Entwicklung brauchen, aber es sollte die Frage sein, wie setzen wir sie um? Anfangen würde ich immer damit, wirklich einen Status aufzunehmen, so wie ihr das auch gemacht habt. Was machen wir denn schon alles nachhaltig? Wo sind wir denn schon gut? Und dann überlegen, wo wollen wir denn hin? Und uns einfache Ziele suchen, die schnell zu erreichen sind, weil Erfolge machen stark und motivieren, weiterzumachen. Und danach würde ich umgehend versuchen, meine Mitarbeiter zu informieren, aufzuklären, im ganzen Unternehmen es spürbar zu machen, an allen Ecken und Enden Nachhaltigkeit. In Zukunft wirklich die Events nachhaltig gestalten, die veranstaltet werden. Würde Fortbildung, Weiterbildung anbieten, würde alles kommunizieren, wo wir Erfolge gehabt haben. Weil die Sache ist wirklich, jeder kann was erreichen. Und ich habe einfach mal als Referenzrahmen die 17 SDGs mitgebracht. Ich weiß nicht, ob sie jeder sehen kann. Ich habe ein paar von den Bierdeckeln einfach auf den Tischen verteilt. Das sind die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Die sind 2015 rausgekommen mit dem Ziel, bis 2030 in der ganzen Welt diese Ziele umgesetzt zu haben. Sind aus allen Bereichen der Nachhaltigkeit, also ökologisch, ökonomisch und aus dem sozialen Bereich. Zum Beispiel keine Armut, Leben im Wasser, nachhaltige Städte und Gemeinden oder auch hochwertige Bildung. Und wenn wir das hochwertige Bildung SDG 4 mal als Beispiel nehmen, ja, das fängt eigentlich ganz einfach an. Ich bin mir sicher, jeder, der heute Abend hier ist, kann 3 bis 4 Sofortmaßnahmen in eine nachhaltige Zukunft sofort starten. Weil nachhaltige Bildung, das SDG Punkt 1 ist, bleibe neugierig und bilde dich weiter. Haben Sie alle schon erledigt heute Abend. Sie sind hierher gekommen, um sich anzuhören, was wir hier mitzuteilen haben. Wenn Sie darüber hinaus morgen mit Familie, Freunden oder mit Kollegen darüber sprechen, was können wir denn gemeinsam machen oder neue innovative Ideen dabei entwickeln, haben sie schon ein weiteres Ziel erfüllt. Oder aber wir nehmen das SDG Leben unter Wasser. Bin mir ganz sicher, niemandem von Ihnen ist es entgangen, dass dieser Plastikmüll überall ist. Vielleicht kennen Sie dieses Bild, dieses Seepferdchen, was dieses Wattestäbchen trägt, was ein Fotograf eigentlich nur per Zufall aufgenommen hat und dazu geschrieben hat, ich würde mir wünschen, es würde dieses Bild nicht geben, aber wo es schon mal da ist, möchte ich es mit allen teilen. Wie wäre es, wenn Sie ab morgen eine Plastik-Detox-Challenge starten, in Ihrem Unternehmen oder in der Familie? Auch dazu habe ich ein kleines Mindmap mitgebracht. Ich weiß, Sie können das alle von hinten nicht sehen, ich gebe es nachher gerne rum. Mit ganz vielen kleinen Sofortmaßnahmen, wo man vielleicht Plastik einsparen kann, gegen was anderes austauschen kann. Einfache Dinge und ist mit Sicherheit für jeden ein oder zwei Dinge dabei, mit denen er starten kann. Weil das Starten ist das Wichtige. Weil erfolgreich sein fängt mit Anfangen an. Und es ist einfach so, dass wenn jeder Erfolg zählt und wenn jeder damit anfängt, das ist der erste Schritt getan. Weil es ist ganz, ganz wichtig, wir brauchen ja keinen erhobenen Zeigefinger. Und es soll nicht nach Verzicht riechen, weil je mehr nach Verzicht, oder wenn es um zu viel Verzicht geht, dann erreichen sie Gegenwehr.
Es soll so sein, dass jeder sich erstmal die Dinge raussuchen kann, die einem leichter fallen. Und danach, wenn man Erfolge sieht, den nächsten Schritt angehen. Und einer alleine kann wenig erreichen, aber viele zusammen. Wenn viele zusammen jeder ein bisschen macht, dann wird es bestimmt erfolgreich werden. Fangen Sie damit an. Die Nachhaltigkeit sollte in Ihrem Unternehmen, zu Hause, an jeder Ecke und Enden zu spüren sein. Es sollte wirklich überall klar werden, dass jeder was dafür tun kann. Versuchen Sie bei Ihren Mitarbeitern, die intrinsische Motivation zu wecken. Einfach den Zweck zu verstehen. Warum machen wir das Ganze? Ihnen das Können an die Hand zu geben, dass jeder etwas dafür tun kann und jedem ein kleines bisschen aber auch die Selbstbestimmung lassen, mit was er anfängt. Ja, wenn wir das uns alles anschauen, steht am Ende dieses kleinen Impulsvortrages gar nicht mehr, ob wir nachhaltige Entwicklung brauchen und auch nicht mehr, wie man es anfängt, weil es gibt schon so viele Ideen, so viele Informationen, wie man wirklich beginnen kann. Es steht eigentlich nur noch die Frage, wann fangen wir an? Und schön wäre es, wir fangen alle heute an, weil das Ziel der Nachhaltigkeit oder das Ziel in Richtung Nachhaltigkeit ist, dass es so selbstverständlich wird wie das Anschnallen im Auto oder das Zähneputzen. Jeder Beitrag zählt. Fangen Sie einfach an. Vielen Dank. Sabine, beim nächsten Mal dann mit Präsentation versprochen. Okay, dann übergebe ich direkt an den Michael und später haben wir noch Zeit für Q&A. Ja, schönen guten Abend. Michael Volkmar, mein Name, von Scholz und Volkmar. Ich bin Designer und Fotograf und führe hier auch ein Unternehmen in Wiesbaden und Berlin und bin gebeten worden, hier kurz was zu sagen. Wie wir überhaupt dazu gekommen sind zum Thema Nachhaltigkeit und B, wie wir das so anstellen. Genau, Creating Shared Value heißt es bei uns übrigens, aber das ist tatsächlich ein eigener Vortrag, warum das so heißt. Wie kamen wir überhaupt dazu? Wir hatten ja oder machen immer noch seit 15 Jahren die C-Konferenz, eine Design-Konferenz hier in Wiesbaden und hatten 2008 einen Dr. Reuswig bei uns als Sprecher und der ist damals einer der Chefs vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gewesen und die sind ja diejenigen, die also weltweit dafür Sorge tragen, dass diese ganzen Klimaberichte erstellt werden und der hat einen reinen Klimavortrag, sehr bildhaft, also als Nicht-Designer und bildhaften Vortrag gehalten und hat am Schluss gesagt, wir, die Wissenschaft, wissen eigentlich alles, wo es hingehen wird. Das war 2008. Und wir arbeiten auch schon seit etlichen Jahren daran. Aber was wir nicht können, das können wir, wir können beweisen, wo es hingehen wird, aber was wir nicht können, ist, all die Sachen zu kommunizieren. Und das war tatsächlich für mich ein Weckruf. Der hat es auch damals so ein bisschen ins Podium rein gesagt, bitte helft uns. Und das war dann dachte ich mir wirklich, okay, wunderbar. Das ist nochmal mehr jetzt ein Anstoß, systematischer vorzugehen bei uns. Also wir hatten eigentlich immer schon über die Jahre hinweg als weiß ich, Weihnachtsprojekt irgendwas gemacht in Richtung Nachhaltigkeit oder auch so für NGOs gearbeitet. Aber das haben wir noch nie so richtig strukturell eigentlich angegangen. Wir hatten auch damals schon versucht, was weiß ich, unsere Kunden von Mercedes bis sowieso mit Greenpeace zusammenzubringen. Wir haben da wirklich Kamingespräche geführt, wir haben da auf hoher Ebene Marketingleute von großen Firmen, ja, in dem Fall Greenpeace zusammengebracht. Die Erfolge sind alle so mäßig, sind gute Kontakte entstanden, aber die Erfolge waren mäßig. Und wir haben eigentlich für uns jetzt eine Systematik, ein Tool, das kann man ganz einfach beschreiben. Das sind vier Kreise, wenn man sie vor sich hat. Und das fängt an beim Unternehmen, erstens, zweitens der Mitarbeiter, drittens die Region. Und viertens dann erst also unsere Arbeit für den Endkunden oder für unsere Kunden, die wir bedienen. Und wir haben einfach festgestellt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen bei uns, beim Unternehmen anfangen und unsere Prozesse auf den Prüfstand stellen und schauen, wie wir eigentlich selber agieren. Und einer der vielen Sachen als Beispiel ist ein Klimareport gewesen damals. Das ist der zweite hier. 2010 war, glaube ich, der erste. Die ersten beiden waren gedruckt. Die nächsten beiden waren dann, alle anderen waren dann quasi nur noch online veröffentlicht. Und das ist im Prinzip eine CO2-Neutralstellung. Im Prinzip misst man ganz offiziell, damals noch mit dem TÜV hier in Hessen, misst man, was wir verbrauchen an CO2 an allen möglichen Stellen, stellt es fest. Und neutralisiert dann an ganz, ganz großen Anführungszeichen den Wert von immer um die 144 Tonnen, leicht abnehmend, mit einem ganz offiziellen Zertifikat, wo dann irgendwo anders, in dem Fall in Togo in Afrika,
Bäume gepflanzt werden und soziale Einrichtungen unterstützt werden mit dem Geld. Also wir machen diesen Handel, kann man auch Ablasshandel nennen von mir aus, aber den machen wir seit 10 Jahren sehr konsequent. Und ich dachte damals, das wäre es, wenn man das mal gemacht hat, dann ist man fein raus und hat man alles in Richtung Nachhaltigkeit gemacht. Das ist wirklich ein guter Anfang. Übrigens, wer den nachmachen will, also eurer Taskforce, kann ich gerne hier ein Exemplar geben, weil auf der zweiten, dritten Seite ist eine sehr systematische Übersicht, wie man da vorgeht, kann man sich 15.000 Euro mit dem ZÜV Hessen sparen, um das Ganze, das ist Arbeit, aber man kann es bewerkstelligen. Also das war ein Baustein Unternehmen. Zweiter Baustein, wie nehmen wir die Mitarbeiter mit? Das ist für mich tatsächlich, haben wir auch gerade schon gehört, der größte Schritt überhaupt. Also man denkt ja immer, Gott, alle müssen das irgendwie gleich denken und so weiter, aber das ist gar nicht so. Jeder hat seine eigene Historie und sein eigenes Leben und kann das mal mehr und mal weniger einbauen. Jeder definiert es auch anders. Und da haben wir bestimmte Anreizsysteme geschaffen und auch alle möglichen Projekte gestartet. Eins davon ist zum Beispiel, dass wer 80 Mal im Jahr mit dem Fahrrad zur Firma fährt, kriegt einen Tag Urlaub. Das ist so ein kleines Bonbon. Da haben wir ein paar andere Dinge noch. Es gibt eine Bienen-AG, auch da gibt es dann einen Tag Urlaub, wenn man sich da engagiert und so weiter. Aber es gibt nicht nur die Währung Urlaub, nur andere kleine Sachen. Der dritte Kreis, habe ich jetzt kurz erwähnt, ist Region. Das Engagement von uns als Firma, auch von mir in Person, aber auch anderen in der Region ist ein ganz wichtiger Baustein. Hatte ich damals immer einen ganz großen Bogen rumherum gemacht, mich überhaupt hier in die Regionalpolitik einzumischen. Mache ich jetzt seit wirklich knappen 10 Jahren sehr intensiv, bin in allen möglichen Gremien drin mit Stadtlogistik und 360 Grad, Mobilitätsleitbild und so weiter. Ist extrem mühsam, bringt erstmal gar nichts, aber man merkt, wie auch da unfassbar schwer eigentlich Veränderung ist und kommt am Schluss drauf, vielleicht das als kleines Lichtblick für mich selber auch, dass wenn man selber das Rüdesheimer Straßenfest organisiert im Rheingauviertel oder selber auf der hier Schwalbacher Straße ein Cityhack macht, das gibt einem eine gewisse Befriedigung tatsächlich und man spürt selber, dass man was machen kann. Wesentlich mehr oft als über 10.000 Ecken und groß alles. Wirklich vor der Haustür in der Stadt selber anfangen, Dinge zu verändern, auch manchmal mit diesem gehörigen Portion Ungehorsam, der damit mit einhergeht. Letzter Punkt ist dann der, dass wir dann mit den Learnings, die wir im Unternehmen mit den Mitarbeitern in der Region haben, erst dann gehen wir quasi ganz bewusst in Richtung Kunde und versuchen da die beraterische Leistung umzusetzen. Und da haben wir mittlerweile viele verschiedene Projekte und Produkte, kann man sagen, eine CO2-App, unser Kiezkaufhaus und viele andere kleine und größere Projekte, die wir angefangen haben, teilweise laufen sie noch, teilweise laufen sie auch nicht mehr, die wir für uns selber erfunden haben und dann unseren Kunden anheimstellen. Ja, das mal so in ganz kurzer Form, so wie wir so als Tool, so was unser Tool so ist und wie wir angefangen haben und alles andere dann in einem größeren Vortrag vielleicht. Vielen Dank. Super, danke schön. Dann würde ich gerade an den Thorsten übergeben. Also hallo und nochmal herzlich willkommen für die Einladung hier. Ich freue mich, hier zu sein. Nachhaltigkeit ist langweilig. Ich habe nur 5 Minuten, deswegen muss ich so ein bisschen provokanter rangehen. Also ich vertrete hier den Cradle to Cradle e.V., dessen Regionalgruppensprecher ich von Mainz und Wiesbaden bin. Der Cradle to Cradle e.V. hat 700 Aktive in ganz Deutschland und ist in 40 Regionalgruppen vertreten. Also wer hier aus dem Bundesgebiet zuguckt, guckt mal lokal, in den meisten Großstädten sind wir vertreten. So, unsere Aufgabe ist die Bildung und Vernetzung über Cradle to Cradle, aber was ist das nun? Ich habe hier ein Buch, das ist fast 50 Jahre alt, von 72, die Grenzen des Wachstums. Das kennen wir alle oder zumindest kennen es viele so von Erzählungen. Wir haben gemerkt, wenn wir Menschen so wirtschaften, dann fehlen uns irgendwie in Zukunft die Ressourcen.
Danach wurden dann auch irgendwie Ökobilanzen erstellt, jedes Produkt wird bilanziert und wir haben einen Fußabdruck. Und die Message ist immer, minimiere deinen Fußabdruck. Du Mensch, du bist ein Schädling hier auf diesem Planeten und am besten, du wärst gar nicht da. Das ist so die Message und das ist auch das Problem. Die Konsequenz ist daraus halt zu sagen, wir versuchen es mit zwei Grundprinzipien, der Suffizienz, also brauche ich Sachen überhaupt, und der Effizienz. Und mit der Effizienz kennen wir es genau, Beispiel jetzt halt mit dem Licht. Wir haben die LED-Lichter, die wirklich viel, viel weniger, sehr Effizienz, Öko-Effizienz, Strom, weniger Strom verbrauchen, aber wir nutzen es halt so, dass eigentlich der Energieverbrauch überhaupt nicht sinkt. Und im Automobilsektor ist es genauso. Man holt viel, viel mehr Energie aus dem Sprit raus, aber wir fahren halt 200 PS starke Autos. Der Rebound-Effekt. So, also das Menschenbild des Schädlings ist in uns drin. Und das macht es auch vielen so schwer, wirklich in die Nachhaltigkeit reinzukommen. Ein großes Bild kommt aus der Natur, für Cradle to Cradle, und das ist der Kirschbaum im Frühling. Stellen wir uns mal bitte alle vor. Ist der Kirschbaum ein Schädling? Macht der Müll? Macht der Abfall? Nein, also er ist schon mal klimapositiv, er ist sehr divers, Insekten wohnen in dem Baum, er macht keinen Abfall, alle Blüten, alle Blätter fallen zu Boden und sind kein Giftstoff, sie vergehen und sind wieder Nährstoffe für den Baum, für andere Pflanzen, für andere Tiere. Ja, das alte Konzept sagt halt, das Abfallwirtschaftsgesetz oder die Kreislaufwirtschaft versucht ja auch immer wieder Sachen schon zu recyceln. Letztendlich, wie der Baum es auch macht mit den Blüten. Aber dann ist jetzt so mal so ein Beispiel, wir denken alle, wir recyceln Papier. Jetzt kam auch vor 10 Jahren ganz klar in den Medien raus, wenn wir eine Pizza essen oder Nudeln oder so, dann sind irgendwelche giftigen Stoffe da oder bedenkliche Stoffe. Wo kommen die her? Ja, aus dem Papierrecycling, weil die ganzen Druckfarben und so nie dafür konzipiert sind, dass wir sie mitessen. Und das ist halt der Grundsatz von Cradle to Cradle, dass man sagt, nicht zu fragen, wie minimierst du deinen Fußabdruck, sondern wie maximierst du oder wie maximieren wir als Menschen unseren Impact? Und zwar positiv. Wir Menschen uns als Nützling zu begreifen und die Produkte so zu gestalten, dass sie nicht zu Müll werden und immer in der Natur aufgehen können. Da gibt es eigentlich zwei, also die Denkschule habe ich jetzt schon, denke ich, gut klar gemacht. Also das ist einfach uns als Nützling zu begreifen. Dann, das muss ja auch ganz konkret in das Design eingehen. Und das Designkonzept ist an Beispielen, wir orientieren uns am Baum. Im Beispiel, wenn wir Abrieb haben, ne? Produkte haben, die abreiben, in die Natur gehen, wie Autoreifen, wie Schuhsohlen, wie unsere Kleidung beim Waschen, dann geht das ja auch durch Waschen in die Flüsse. All diese Dinge müssen so gemacht sein, dass sie biokompatibel oder biologisch abbaubar sind. Ganz konsequent. Und da gibt es auch schon sehr, sehr schöne Beispiele, denn 50% unserer Abfälle sind im Baubereich. Abbruchabfälle und Bau. Und deswegen gibt es auch in Holland auch schon ein schönes Beispiel für einen positiven Bau. Das ist das Rathaus in Venlo. Es entstehen auch noch andere Gebäude gerade und ganze große Parks. Die sind auch so designt, dass es gesunde Materialien sind und dass sie end of life, sage ich, sehr gut zu demontieren sind und keine Giftstoffe hinterlassen. Textil ist auch schon sehr stark vertreten. Einige Firmen gehen diesen Weg und auch im Print ist es sehr stark. Also es gibt auch Bücher nach Cradle to Cradle gedruckt, auch von berühmten Autoren. Ja, also der Verein bringt die Idee an die Leute. Es gibt aber auch, wie gesagt, halt schon Unternehmen, die nutzen das. Da gibt es ein Label auch, das wird in den USA vergeben. Da kann man, da kann man sich orientieren, was es so gibt. So, das war jetzt alles sehr gerafft. Ich kann aber eigentlich 20 Stunden darüber reden und lade auch jeden ein, mich da vielleicht am Stand nachher mal zu besuchen. Und da kann ich auch auf Fragen ganz tief eingehen. Dankeschön. Gut, dann haben wir noch einen letzten Impuls. Ich glaube, der Jason hat sich mit dem Tim abgewechselt. Der kommt jetzt gerade nach vorne. Oder wollt ihr es zusammen machen? Zusammengetragen, genau. Gut. Du brauchst auch ein Mikro.
Ja, guten Abend. Wir haben uns spontan zusammengetan und kooperieren, weil wir beide was zur Gemeinwohlökonomie sagen können. Ja, genau. Ich bin Jason Papadopoulos. Ich bin Mitglied oder Co-Gründer mit Thorsten, der gerade hier war, und noch ein paar Leute. Wir haben die 68. GWÖ, Gemeinwohlgruppe, Regionalgruppe hier in Mainz-Wiesbaden gerade gegründet, und wir wollten euch ein bisschen davon erzählen. Und Tim ist hier auch von Stuttgart. Wie gesagt, wir haben 68 Gruppen, und ist schön, jemand von so weit hier auch zu haben. Genau, mein Name ist Tim, ich bin Regionalkoordinator in Stuttgart, und ich hätte erstmal eine Frage an euch, bevor der Jason euch was erzählt. Kennt ihr, es klingt erstmal wie ein Jura-Quiz, den Paragraph 151 der Bayerischen Verfassung? Ja, da kennt ihn jemand. Magst du kurz, also inhaltlich grob erzählen? Ah ja, gut, das ist eine gute Antwort. Also die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Also eine tolle Definition, wofür Wirtschaft stehen soll, von klugen Menschen vor vielen Jahren erdacht. Wirtschaft hat aber irgendwann gesagt, Business is for business, und was soll denn Gesellschaft da tun? Da möchten wir als Bewegung ein bisschen anders vorgehen. Ja, so die Gemeinwohlökonomiebewegung hat ein Wirtschaftsmodell entwickelt, das das Wohl von Menschen und die Umwelt zum obersten Ziel des Wirtschaftens macht. Die GWÖ und mit das Instrument der Gemeinwohlbilanzierung besteht seit 10 Jahren jetzt. Ja, wir haben von Christian Felber gehört, der hat vor 10 Jahren ungefähr ein Buch geschrieben mit dem gleichen Namen. Davon ist entstanden, mehrere Leute sind zusammengekommen und die haben entschlossen, eine Bilanz zusammen demokratisch zu erstellen. Und daraus ist gekommen, was von Diana heute gezeigt war, diese Matrix. Ich habe mehrere hier, ihr könnt gerne die sehen. Die sind von unseren Mitgliedern, von Unternehmen, von Kommunen, von NGOs und jede Art von Gruppierungen zusammengebastelt. Wir sind schon auf Version 5 jetzt. Und das ist ein Dokument, der wird weiter und weiter entwickelt. Und das ist basiert auf 5 demokratische Grundwerte. Das sind Menschenwürde, Solidarität, Gleichberechtigung, ökologische Nachhaltigkeit und Mitbestimmung. Und es gab ja auch eben die Frage, wie sieht es mit Nachhaltigkeitsberichterstattung und einer Messlatte aus? Viele Nachhaltigkeitsberichte haben halt Indikatoren, die berichtet werden müssen, und jetzt kann man die, wenn man sich auskennt, natürlich vergleichen und hat eine Idee. Christian Felber hat halt gesagt, das muss noch konsequenter werden, also die Vision, man vergibt Punkte in dieser Gemeinwohlmatrix und sollte daran sogar Steuern koppeln. Das heißt, jemand mit viel Gemeinwohlpunkten, so die Vision, sollte weniger Steuern zahlen. Jemand, der praktisch Schadwirkungen als Unternehmen raushaut, sollte hohe Steuern zahlen, sodass es zu einer Regulatorik kommt. Das heißt, wir haben da einen wertebasierten Ansatz, der aus meiner Sicht durchaus darüber hinausgeht, was manche andere Nachhaltigkeitsberichterstattung macht, was natürlich auch zu Kritik oder Fragen führt, wie kann das denn gehen? Wo Christian Felber als erstmal erster Denker auch sagt, naja, das wissen wir als Gemeinwohlökonomie selber auch nicht ganz genau, sondern wir wollen eben eine demokratische Bewegung sein, die mit euch, also dem Souverän oder den Bürgern, genau das aushandeln muss. Also wir brauchen genau da Partizipation, Bürgerdialoge, die sich fragen, was heißt denn Gemeinwohl für uns? Wie viel sollte denn ein Geschäftsführer verdienen im Vergleich zu Putzfrau, Putzmann in einem Unternehmen? Und das macht das Ganze halt relativ komplex und anspruchsvoll, hat aber eben diese Werte und Ethik dahinter liegen. So, bis jetzt sind schon 2200 Unternehmen, Organisationen dabei. Ungefähr 500 sind schon bilanziert. Und jeder, der eine Bilanz macht, muss das öffentlich haben auf seiner Website normalerweise. Und jeder kann da reingucken, welche von die Werte, die für mich persönlich wichtig sind, ist diese Unternehmen oder diese Kommune oder diese Organisation oder diese Person. Weil jeder von uns kann sich selbst bilanzieren lassen. Und da ist auch online eine
Selbstbewertung-Tool, das jeder kann nutzen. Interessanterweise ist auch in Spanien sehr fortgeschritten, Großstädten wie Valencia oder Kommunen in im Norden und auch im Zentralspanien sind schon auf Kommunenebene bilanziert. Und in Deutschland sind auch Stuttgart unterwegs, jetzt Mannheim und ein paar in Bayern auch. So, als zusammenfassender Satz oder den Versuch ist für mich die Gemeinwohlökonomie diese Frage nach dem guten Leben. Also wie wollen wir als globale Gemeinschaft gut zusammenleben? Und gleich könnt ihr uns dazu gerne Fragen stellen. Gut, dann schon mal danke an die Impulsgeber und Geberinnen. Dann wären wir jetzt bei dem Question and Answer Teil. Gibt es denn Fragen zu dem bisher oder jetzt gerade eben Gehörten? Erstmal sacken lassen, das war jetzt der ganze Input. Gut, doch, da ist dann doch noch was. Okay, ich bringe nochmal wieder das Mikro und dann können wir gucken, dass es wieder rumgeht. Mich würde noch interessieren, bei euch, bei Seibert, habt ihr euch eigentlich auch mal Gedanken um euer Produkt gemacht? Was das für einen Umweltaspekt, also um für welchen Impact es hat? Und was mir auch aufgefallen ist, zu den Nachhaltigkeitszielen gehört ja auch die Gesundheit und der Arbeitsschutz und menschenwürdiges Leben. Da finde ich zum Beispiel auch sehr gut, dass ihr diese Tickets, Nahverkehrstickets anbietet. Auch finde ich auch ganz super. Habt ihr da auch mehr gemacht? Also Arbeitsprozesse, Arbeitsumgebung und so weiter. Habt ihr das auch mal gecheckt? Ich beantworte erstmal die letzte Frage. Da bin ich vielleicht mehr dran. Ja, wir hatten vor Jahren tatsächlich mal, hieß Health Prevention Game, ist ein lustiger Arbeitstitel für ein Spiel, was eigentlich die Gesundheit des Mitarbeiters fördern soll. Als der Arbeitstitel rum war, hieß es Highway to Health. Da ging es darum, ein paar Challenges zu machen, um Punkte zu bekommen, beziehungsweise um seinen Avatar, der ein Skelett war, zu bestücken. Und am Ende war der fertige Mensch da. Also da gab es Challenges wie, trink auf jeden Fall mal 2 Liter Wasser am Tag, vor allem im Sommer. Keine Ahnung, da war Badminton, geh mal mit zum Badminton spielen. Oder ich glaube, daraus ist auch irgendwie Yogakurse entstanden. Also heute können wir umsonst zum Yoga Now gehen als Mitarbeiter. Das hat jeder die Möglichkeit. Ob das jeder nutzt, ist wieder die andere Frage. Wir können ja Massagen hier genießen. Aufklärungsveranstaltungen also, waren auch genau. Teil davon, also zur Organspende. Ich glaube, ein bisschen was zur Arbeitsplatzergonomie war auch dabei. Genau. Wir haben es jetzt nicht nochmal wiederholt, aber viele Dinge daraus sind einfach in den täglichen Alltag übergegangen. Und das ist nur so ein Beispiel, wie hier Dinge funktionieren und wie man das von innen heraus irgendwie anstößt. Wir haben auch ein ganz cooles Format, nennt sich Hackathon, wo man sich alle in Gruppen zusammenfindet und Ideen oder auch Produkte zusammen entwickelt. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ziemlich viel rausgefallen ist. Ich kann jetzt nicht alles auswendig sagen, manchmal, also bei einer gewissen Größe geht bei einem auch mal was vorbei. Aber zu der ersten Frage, da ging es eher darum, denkt ihr auch schon dran, ein Produkt nachhaltig zu entwickeln? Ich meine, wir haben jetzt keine, oder? Ja. Okay. Ja. Also wir haben darüber nachgedacht, wir haben festgestellt, es ist ziemlich kompliziert. unsere Produkte sind Softwarelösungen, die wir teilweise nicht mal selber schreiben, sondern weiter lizenzieren oder so. Also wir haben darüber nachgedacht, aber sind eben da noch zu keiner Lösung gekommen. Das haben wir auf dem Schirm im Sinne von, da müssen wir uns Hilfe holen, da müssen wir auf Ressourcen zugreifen, die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Also das ist für uns so, ja, da kommt neu und wahrscheinlich kann man das auch studieren. Also so war es für uns vom Komplexitätslevel. Also da haben wir erstmal uns auf einfachere Sachen gestürzt, wie Wiki durchforsten. Aber ja, das sind Fragen, also da ist sehr großes Interesse dann. Die Designer hat mich gerade aufgefordert, noch was dazu zu sagen. Also wir hatten uns tatsächlich schon mal darüber Gedanken gemacht, unsere Software lässt sich relativ leicht entsorgen, indem man die einfach löscht. Das ist nicht so problematisch. Ich glaube, die Entstehung ist ein wichtigerer Teil. Meine Frau zum Beispiel hat gerade ein Fairphone gekauft,
weil sie sehr viel darüber gelesen hat, wie böse Handys sind. Also die Dinge, die in Handys sind, auch wie die seltenen Erden gewonnen werden, wie Frauen teilweise ausgebeutet werden, um diese Sachen besonders günstig herzustellen. Und da sind wir verdammt schwach aufgestellt. Also wir kaufen einfach den neuesten Scheiß unseren Mitarbeitern und lassen die auch selber entscheiden, was sie kaufen sollen und legen da keinerlei Kriterien an, ob das iPhone nachhaltiger als das neueste Google Pixel oder halt ein Fairphone ist. Wir kaufen und entsorgen Computer auch sozusagen so, wie die Mitarbeiter es brauchen und haben bisher keinerlei Aktivitäten entfaltet, um zum Beispiel zu sagen, was machen wir denn jetzt mit dem alten Computer? Also das Beste, was vielleicht, du hattest gerade irgendwie 20 Rechner untergebracht. Wir hatten mal bei einem, da ist auch dieses Programmieren für Kinder ist daraus entstanden, dass die Immanuel-Kant-Schule aus Rüsselsheim zu uns kam und auch einen ganzen, wie nennt man das, so einen Trolley, mit, den hatten wir bis oben gestapelt mit Rechnern und dann im Internet geschrieben, will das irgendjemand haben? Und dann kamen die vorbei und sagten, wir bauen ganz viele Rechner mit den Kindern zusammen und auseinander und das hilft uns super. Und das sind eher so Einzelmaßnahmen. Also systematisch versuchen wir aktuell noch effektiver zu werden in der Produktion. Das heißt, den Mitarbeitern bessere Geräte zur Verfügung zu stellen, bessere Umgebung anzubieten, damit die gut arbeiten können. Und machen uns bisher, glaube ich, bin jetzt auch nicht so intensiv in diesem Nachhaltigkeitsumfeld aktiv, aber noch nicht so viel Gedanken darüber, wie wir das machen. Für mich war es schon neu, dass wir Ökostrom hier benutzen. Das freut mich. Du hast vollkommen recht. Also wir sind da auch, würde ich auch sagen, wir haben jetzt zum Beispiel gerade ganz innovativ aus unserer Sicht die Google Cloud, an die wir sehr stark glauben. Wir haben ein eigenes Geschäftsbereich, die sich mit dem Google-Geschäft beschäftigt. Und da haben wir sozusagen ganz viele Sachen gehostet. Und dann kam irgendwann im Hackathon jemand auf die Idee, Mensch, das ist ja so teuer da. Wir machen mal diese Testinstanzen, die wir haben. Die kosteten uns, keine Ahnung, 30.000 Euro im Monat. Und die machen wir bei Hetzner. Das ist ein deutscher Anbieter. Ich bezweifle stark, dass die nachhaltiger als Google ihre Rechner betreiben. Aber das kostet nur ein Zehntel. Und jetzt werden die Testinstanzen bei denen betrieben. Also wir sind da momentan noch auf einem relativ hemdsärmeligen wirtschaftlichen Weg. Genau, ja, richtig. Das ist eine gute Sache. Also bei einem Hackathon hat der Thorsten, glaube ich, mit einer Gruppe den Sandmann entwickelt. Der schickt die Cloud-Instanzen nachts zum Schlafen. Weil unsere Mitarbeiter schlafen ja nachts auch, dann brauchen die Instanzen nicht. Und dann können die zum Sandmann gehen und sagen, lieber Sandmann, mach doch meine Instanz abends um 18 Uhr aus und morgens um 8 kannst du die dann wieder anschalten. Das schafft auch unglaublich viel Komplexität, weil die Server am Anfang gar nicht darauf ausgelegt sind, dass sie abgeschaltet werden. Und dann sagt der Mail-Server, was ist denn hier los? Und also da muss man teilweise sich drauf einstellen, aber momentan rechnen wir ja auch da, der Sandmann rechnet nur aus. Ich glaube, in den letzten 12 Monaten haben wir 10.000 Euro oder sowas an Cloud-Kosten eingespart. So rechnen wir es momentan. Ich merke hier gerade, dass es noch ein paar andere Dimensionen gäbe, auf denen man überlegen könnte, was der Sandmann alles Nachhaltiges tut. Das ist eine Software übrigens. Ganz kurze Reaktion nur auf die Endverwertung von Rechnern und von Laptops. Es gibt die AFB GmbH, die bereitet Rechner auf von Unternehmen und gibt sie dann an gemeinnützige Organisationen, die sie dann wieder in ein zweites Leben überführen können. Also das lohnt sich zum Beispiel. Das war bestimmt 20 Stunden digitale Diskussion, die der Jo dann am Ende persönlich gelöst hat durch irgendeinen Abnehmer. Ja. AFB GmbH. AFB GmbH oder stifterhelfen.de macht das auch. Ja, ich habe noch eine Frage an die Gemeinwohlökonomen, aber ich glaube, du wolltest reagieren, ne? Ja, vielleicht zu dem Punkt, vielleicht ist es ganz interessant. Also ich habe das schon öfter gehört. Ich war auch letzte Woche im Cooper, da ging es irgendwie, wie schlimm ist gerade die Klimakrise und es war relativ negativ alles. Und da fiel auch irgendwann das Thema mit der Technologie. Was ganz interessant ist, es gibt von der Heinrich-Böll-Stiftung so eine Studie, die heißt Smarter 2030.
Und da geht es zwar darum, dass also Technologien und Server und alles mögliche Strom fressen, aber halt auch, wie viel Effizienzeinsparung man quasi auf anderer Stelle, also zum Beispiel in der Landwirtschaft oder wo auch immer man halt mit einem Computer sinnvollere Entscheidungen treffen kann, als ich, wenn ich schlafe, genau treffen kann. Das ist ganz interessant. Da ging es, ich weiß nicht die Zahl genau, aber ich glaube, dass sie gesagt haben, also dass auch wenn man mit Technologie quasi mehr Strom verbraucht, im Endeffekt die Reduktion an Strom, die man an anderer Stelle durch diese Technologie schaffen kann, ich glaube, es waren 30-40% oder sowas, ist ganz interessante andere Perspektive zu dem Thema. Ja. Sorry, nur ganz kurz an die Gemeinwohlökonomie, weil es mich interessiert. Ihr habt ja gesagt, es gibt einen demokratischen Prozess für das Aushandeln von Punkten. Inwiefern sind Marktmechanismen für euch auch relevant? Also sprich, im Sinne von Carbon Credits, ne, ist ja letztendlich über ein Marktsystem bestimmt, wie viel ist ein Kredit wert? Läuft das bei euch nur über ein demokratisches System oder auch über einen Marktmechanismus? Weiß ich nicht ganz genau. Es ist in der Gemeinwohlbilanz so, dass es ja in diesen Matrix-Kästchen Indikatoren gibt und Fragen. Und wenn es um Ökologie geht, das Unternehmen selber schauen kann, wie es das nachweisen möchte. Also wenn wir jetzt über Organisationen sprechen. Das heißt, da können solche Mechanismen drin sein. Der demokratische Prozess ist eher die größere Aushandlung nach der Frage, wie definieren wir denn Gemeinwohl und wie bekommen wir Punkte? Also, genau.